der offizielle Fan-Talk nach den Spielen des SC Magdeburg, Zusammenarbeit SC Magdeburg und MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir. Selko Musa heute unser Gast. Erstmal seinen Applaus nochmal riesengroß, ganz offiziell. Und der erste Blick ging auf das Bier. Ja. Willst du einen Schluck trinken? Ja, natürlich. Na los. Los. Gute Stimmung in der Kabine gewesen? Ja, aber sehr gute Stimmung. Und ich möchte sagen, danke für die gute Stimmung in der Halle. Das war sehr wichtig für unsere Mannschaft immer. Und danke. Auf jeden Fall bist du wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen unruhig, weil ich dir gesagt habe, der nächste Fan-Talk wird in Deutsch stattfinden. Und wir treffen uns ja manchmal am Hasselbachplatz. Ja, kannst du den anderen erzählen, was du da machst? Ja, ich gehe zum Sprachschule und lerne Deutsch. Ich bin nicht sehr gut in Deutsch, aber ich kann ein bisschen zur Sprache und versprechen. Also wenn er nicht so aufgeregt ist und auch nicht gerade 60 Minuten Handball hinter sich hat, dann ist das noch viel besser, weil am Hasselbachplatz sieht er wirklich aus, da kommt er mit einem ganz lieben Gesicht, hat seinen Block unterm Arm und zeigt man manchmal auf die Sätze, die es heute gab beim Spiel. Sag mal diese Situation, Rasmus Lauge und du. Du kippst um, liegst auf dem Platz. Ah, das. Das macht euer Trainer Benno schon seit 20 Jahren hier. Also das hat er euch gleich beigebracht. Jetzt ehrlich, warst du ein bisschen getrickst oder war da was? Nein, das ist... Normal im Handball. Nein, alles ist gut. Ja, wir haben Remis, der hat 18-13, dann 23-21 und dann 23-23 und das ist okay. Wir spielen immer besser und besser von Spiel zum Spiel und das ist wichtig für unsere Mannschaft, für nächstes Spiel mit Göppingen und dann DKB-Pokal. Und glaubst du, dass das ein gutes Programm ist? Heute Flensburg ein bisschen gekitzelt und ein bisschen gekitzelt, so ein bisschen geärgert und im Pokalfinale haut er sie dann weg? Ich weiß nicht. Wer hat erste zwei Spiele mit Göppingen und das ist wichtig. Und dann Bergische und dann, ich weiß nicht, wo kommst. Das ist egal. Wir merken also, die Spieler sind komplett eingestellt vom Trainer. Hier wird nicht über das Pokalfinale, wird gar nicht über irgendwas geredet, sondern von Spiel zu Spiel wird gedacht. Aber das Ding heute auf jeden Fall für euch gut und das bringt einen guten Geist für Göppingen auch. Ja. Okay, geht's dir sonst gut in Magdeburg? Ja, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden hier und meine Familie auch. Und das ist wichtig für mich. Deine Töchter haben viele Plätze zum Spielen und gehen auch zur Schule oder in den Kindergarten, oder? Die jüngste Tochter geht zum Kindergarten und die ältere Tochter geht zum erste Klasse im Brückfeld-Schule. Brückfeld. Und läuft da alles gut? Ja. Keine Beschwerden? Ich glaube, dass meine Tochter sprach besser als ich Deutsch. Großartig. Na, dann machen wir das einfach mal so. Wir hatten einen wunderbaren, schönen Talk mit Selko Musa. Deutsch hat er definitiv auch wieder dazugelernt, nämlich unter Druck in einer Interviewsituation. Den Rest lernt er dann von seinen Töchtern. Ich danke dir. Wenn du möchtest, kannst du jetzt das Bier nochmal trinken. Ja. Wir wünschen viel, viel Glück für die Aufgaben gegen Göppingen. Können an dieser Stelle auch nochmal sagen, wenn Sie irgendjemanden kennen, der noch keine Karte hat für nächsten Mittwoch hier gegen Göppingen für dieses Spiel, dann sagen Sie Bescheid, weil da muss die Halle voll sein. Und da geht es richtig zur Sache. Und ich glaube, alle, die jetzt hier sind, verabschieden zum einen Selko mit einem Riesenapplaus und zum anderen zeigen sie ihnen mal, was für eine Stimmung nächste Woche hier in der Halle sein wird. Der Rest sind Fotos und Autogramme. Prosit. Ich sag zu dir, nächste.